Ja, wir befinden uns hier auf dem Plärrer-Gelände. Hier steht das neue Testzelt, das neue Testzentrum der Stadt Augsburg. Wir mussten leider die Messehalle verlassen. Der Mietvertrag mit der Messe ist im Dezember letzten Jahres ausgelaufen, sodass wir nach einem neuen Standort geschaut haben. Und man hat sich hier für das Plärrer-Gelände entschieden, da wir hier eine perfekte Erreichbarkeit haben. Nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln, als auch mit Fahrrad und für Fußgänger gut zu erreichen. Die Testmöglichkeiten sind genauso wie an der Messe bisher. Wir bieten hier kostenlose Antigen-Schnelltests an und eben PCR-Testungen für dafür berechtigte Personen. Testungen wie gehabt nur mit Termin möglich. Eine Terminvereinbarung ist sowohl über unsere Hotline als auch über die Internetseite der Beuerler Ambulanz oder die der Stadt Augsburg möglich. Wir haben aktuell kurzfristig immer noch Termine frei. Mit positivem Antigen-Schnelltest können Sie auch ohne Termin zu uns kommen. Hier ist nur wichtig, bitte bringen Sie Ihren Schnelltest, zum Beispiel in einer Plastiktüte verpackt, mit als Nachweis zur Berechtigung. Ja, die Zufahrt erfolgt über die Lange Mantelstraße. Als Autofahrer biegen Sie hier gleich rechts, den Schildern folgend ab, am Zelt vorbei und kommen zum Hintereingang. Als Fußgänger gehen Sie ungefähr 100 Meter weiter an der Frontseite des Zeltes vorbei. Dort befindet sich ein separater Fußgängereingang. Sie werden dann an beiden Eingängen erstmal von der Security kontrolliert, die Ihren Termin überprüft. Dann geht es direkt weiter ins Zelt zu den Kollegen, die an der Registrierung ihre Daten aufnehmen. Hierzu bitte Versichertenkarte und Personalausweis bereithalten. Ja, und der nächste Schritt ist dann, Sie kommen zur Person, die den Test vornimmt und dürfen uns dann wieder verlassen. Testmöglichkeiten für Antigen-Schnelltests ohne Termin finden Sie bei der Beuerler Ambulanz, zum Beispiel in der Maxstraße, Montag bis Freitag von 6 bis 15 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr und in Hauenstetten von 8 bis 16 Uhr, Montag bis Freitag. Und natürlich auf der Internetseite der Stadt Augsburg sehen Sie weitere Angebote anderer Anbieter, die Sie noch testen können.